Was im realen Verkehr ungern gesehen wird, ist hier ausdrücklich erlaubt. Bei Crash of Cars düst man in kleinen Flitzern durch die Gegend und darf die anderen Autos nach allen Regeln der Kunst aus dem Weg räumen. Gerne auch mit Hilfsmitteln wie Raketen oder Schneebällen. Gespielt wird online mit Freunden oder allein gegen computergesteuerte Fahrzeuge. Ein Mord. Aber wer war's? Und wo? Und mit welcher Tatwaffe? Cluedo gehört zu den ganz großen Brettspielklassikern. Jetzt gibt's die beliebte Spurensucherei auch als App-Game. Zwar muss der Spieler, je nach Betriebssystem, zwischen 3 und 4 Euro berappen, um die Ermittlungen aufnehmen zu dürfen. Aber dafür wurde das Spiel sehr liebe- und stilvoll umgesetzt. Demnächst soll auch noch ein Multiplayer-Modus hinzukommen. Was für die Kids vor allem Spaß bedeutet, wird für die Eltern oft zu einer todernsten Sache. Genau, die Rede ist von Jugendfußball. Witzig und spielerisch wird das Ganze im App-Game Fußball-Mamas verrückter Tag umgesetzt. Dem Kind das Trikot anziehen, Plakate gestalten, verletzte Kiddies zum Arzt bringen und die Mannschaft mit dem Megafon anfeuern. Hier bleibt nichts unversucht, um die kleinen Spieler zu motivieren und ihren Aufstieg in der Tabelle zu unterstützen.